Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Subnautica. Bevor wir uns wieder in das Gebiet aufmachen, würde ich sagen, dass wir uns erstmal noch ein paar Batterien craften. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Erstens ist mir das ein bisschen zu laut. Und zweitens... Elektronik, da Batterien, Säurepilze und Kupfererz brauche ich. Das heißt, wir müssen uns nach Kupfererz aufmachen, weil Kupfererz habe ich bloß noch einmal. Und Säurepilze brauchen wir auch noch. Also das ist mal heute unser Ziel sein, Kupfererz zu sammeln. Oh, guck mal, ein Kreatur, nein. Kupfererz und Säurepilze. Säurepilze sollte kein Problem sein. Die finden wir hier in Massen. Davon brauchen wir ja grundsätzlich immer zwei. Ach, die beiden können wir auch noch mitnehmen. So, dann hätten wir das Problem schon mal gelöst. Jetzt brauchen wir Kupfererz. Und Kupfererz zusammen ist und es leckt. Ist ja nicht gerade so einfach, ne? Vor allem, wenn man hauptsächlich bloß Titan findet. Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn? Oh. Nichts. Wo haben wir denn noch ein paar Dinge? Irgendwo muss ja noch was sein. Ist da was? Nee. Habe ich schon alles abgekloppt? Da geht doch nicht. Kann doch nicht sein, dass ich schon alles abgekloppt habe. Also seit wann leuchtet das denn so lila? Titan. Wenn wir hier irgendwo noch was haben, dann wäre es recht nice. Hm? Nö. Oh, guck mal da oben. Was habe ich da jetzt aufgehoben? Lied. Isoliert vor Strahlung. Oh, cool. Oh, oh. Scheiße, der funktioniert jetzt gleich. Nein! Jetzt gehe ich drauf. Oh. Na toll. Och, nee. Nur weil ich Idiot nicht drauf aufpassen konnte. Oh, das ärgert mich jetzt. Mann, ich hatte so viel eingesammelt. Sogar Lied vor Strahlung. Dann hätten wir uns einen neuen Taucheranzug machen können. Wäre wir wenigstens... Ach, was soll's. Mich interessiert sowieso bloß Kupfer. Wie ich sehe, habe ich nämlich nur eine Batterie. Dann können wir die nutzen, um ein bisschen schnell voranzukommen hier.
Titan. Kupfererz, sehr schön. Salz bekommen. Gut, jetzt interessiert mich eigentlich bloß noch Kupfererz. Scheiße, ich muss hoch. Nochmal Kupfererz, sehr schön. Jetzt können wir schon mal zwei Batterien herstellen. Das freut mich natürlich ein bisschen. Hey, cool, Kracherpulver. Top. Das können wir vielleicht auch noch gebrauchen. Komme ich hier eigentlich auch wieder raus? Ja, da oben. Aber hier ist jetzt auch nichts Wichtiges weiter, was mich interessieren könnte. Wir werden nochmal wieder aufsteigen. Oh, guck mal, da ist noch was. Da ist noch genug. Titan. Nochmal Titan. Nochmal Titan. Inventar ist voll. Kupferpulver. Oh nein, bist du bescheuert? Das brauche ich doch. Lead. Top. Ist voll. Titan finden wir Unmengen, weil Kupfererz ist so selten. Und ich merke gerade, dass es irgendwie schon wieder dunkler wird. Ja, solange ich mich hier in der Nähe des Dings aufhalte, ist es eigentlich okay. Ach, hier bin ich schon wieder. Ah. Wie an den Seiten noch was? Also wir könnten uns jetzt vier Batterien machen. Das sollte an sich eigentlich erstmal reichen, um den Ort da hinten zu erkunden. Ah, jetzt können wir schon mal fünf Batterien machen. Top. Ich würde mich allerdings noch mehr freuen, wenn ich hier noch im Stadtgebiet ein paar Seemottenfragmente finden würde. Aber darauf werde ich wohl verzichten müssen. Ich habe schon sonst wie weit dieses Gebiet erkundet. Obwohl es ja an sich ein großes Gebiet ist. Und ich brauche unbedingt noch ein paar Aufbewahrungsboxen, damit ich diese beiden Sachen auch noch wegkriege. Wo ist eigentlich mein? Ach da. Sorry. Was haben wir denn hier? Also die erleuchten jetzt diese Dunkelheit hier. Das finde ich ja mal nett. Die Nacht bricht herein.
Bissi! Aue. Oh, ich glaube, ich finde hier nicht mehr raus. Ich brauche Licht. Oh, guck mal. Da. Gold? Silbererz? Inventar ist voll. So, jetzt muss ich aber raus hier. Und unbedingt an die frische Luft. Okay. Bei der kann es gehen. Aber so wirklich viel sieht man auch nicht mit der Taschenlampe hier im Dunkeln. Ah, da haben wir noch einen Kreaturen. Passt das eigentlich noch rein? Ja, passt. Hoppala! Jetzt bin ich gleich gegen den Popschuss gekommen. Ach, falsche Taste. Da. So, wo haben wir noch Platz? Da haben wir noch was. Wunderbar. So, lass mich mal kurz hier reingucken. Wir haben so viel, ne? Das muss auf jeden Fall gelagert werden. Silber, das muss auch gelagert werden. Das muss auch gelagert werden. Und vor allem das Gold. So, wichtig sind erstmal Batterien. Unheimlich wichtig. So viele wie wir herstellen können, machen wir. Oh, das war schon. Kupfererz wird uns wieder. Oh, 2, 4, 5, passt. Ich hasse es im Dunkeln. Voll. Alter, wir haben so viel Müll hier, ne? Du musst auch wirklich aufpassen, wo du draufklickst. Hey, wo ist mein dritter? Da ist er. Zu viel Titan einfach. Zu viel. Ich kann die doch, glaube ich, auch wieder dekonstruieren, glaube ich. Ich weiß bloß nicht wie. Auf jeden Fall, das sind wir jetzt erstmal rein da. Ich glaube, ich muss noch einen bauen. Grundmaterialien. Cool, Glas könnten wir bauen, will ich aber jetzt nicht. Titan. Tch, Titan haben wir genug. Titan ist nicht das Problem. Ba, 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 bam. Machen wir gleich ein paar Stück davon. Denn kann das da rein? Da. Dort schreiben wir dann rein.
Seltenes. Und da können wir dann das Gold reinpacken. Das Kracherpulver, was wir ganz selten mal finden. Das Lied finden wir ganz selten. Und dann war in dem hier noch Silber jetzt. Das hauen wir da auch noch mit rein. Dann können wir das noch damit reinhauen. Wo ist es da? Es ist das Silber jetzt. Top. Und da hier noch ein paar Sachen. Ab. Hauen wir hier noch Quarz rein und das Salz vollkommen. Da ich immer noch ein paar habe. So, die muss ich natürlich irgendwann alle einsammeln. Aber es wird Tag. Es ist Tag. Ich düse nochmal in diese Richtung. Ach so, ich weiß, worum es geht. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt noch ein paar Seemottenfragmente finden würde. Aber wie gesagt, darauf werde ich wohl ganz schön verzichten müssen. Es sei denn, ich finde jetzt noch durch richtigen Zufall ein paar Stück. Das wäre natürlich ultra nice. Die Frage ist, die Sache ist ja bloß, die sind so gut versteckt hier, die Fragmente, dass man die gar nicht so leicht sieht. Oh Scheiße. Das ist natürlich ganz schlecht. Vor allem von oben drauf gucken ist ja auch nicht so die Sache. Da siehst du ja auch nichts. Weil dann denkst du mal, boah, das könnte jetzt aber was sein, ne? Aber nee, ist es nicht. Modifizierungsstationsfragment. Auch gut, nehme ich auch. Schubkanonenfragment nehme ich auch noch. Alter, jetzt brauchen sie mich hier aber zu, ne? Ey, sag mal, ist dir schlecht? Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, ich fahre ja schon hoch. Tu mir frische Luft. Als die ganzen Sachen noch anders gewirkt haben, war es besser. Alter! Wollen die mich verarschen?
Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach diesen verdammten Fragmenten. Was anderes interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Und da bin ich einfach zu unvorsichtig. Einfach viel zu unvorsichtig. Wenn ich hier noch Fragmente finden würde, ne? Ich glaube, hier hatte ich auch ein Mottenfragment gefunden. Eins. Aber das war wirklich Zufall. So, hier muss ich lang. Ja, ich muss weiter nach da. Jetzt habe ich mich schon wieder total verfahren. Das ist wieder so typisch. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Also wenn das so weitergeht, komme ich ja nie dazu, überhaupt die Seemotte mal zu bauen. Wenn ich erstens A, die Seemottenfragmente sowieso nicht finde hier, alle. Zweitens, ich ständig wieder drauf gehe. Jetzt bin ich schon mal wieder. Nein. Alter, wo sind diese scheiß Seemottenfragmente? Kann doch noch nicht sein, dass ich hier alle gefunden habe in diesem Gebiet. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Und dann kommt das mit dieser scheiß Luftknappheit auch noch mit dazu. Das ist so anstrengend, ist das? Sonst muss ich mir wirklich mal die Mühe machen, offscreen spielen und schauen, ob ich irgendwo noch was finde. Weil, gut, das ist nicht das einzige Gebiet, was so aussieht. Andockbucht. Auch gut. Nehmen wir auch mit. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Alter. Die 105 Sekunden sind ganz schön schnell vorbei. Bioreaktor. Wie ich es hasse.
Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Es wird wieder Zeit nach oben. Emergency, 10 seconds of oxygen. Ja, ist doch gut, ich bin doch gleich oben, Mann. Hab dich mal nicht so. Also wie ich das hier reichen ja die 60 Sekunden kaum aus, die man zusätzlich hat. Och, ungebetene Gäste, auch gut. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Oh, diese scheiß Lecks immer, ne? Und wieder hoch. Vor diesem Update hatte ich wenigstens noch einiges an Zeit. Aber so wie ich das sehe, ist hier bald eine Insel in Sicht. Und ich wollte doch eigentlich mit der Seemotte dorthin. Oh ne, sehe ich das richtig? Och nö, lass es doch jetzt nicht Nacht werden. Was ist denn sonst Finsternis? Aber ich kann trotzdem nichts sehen. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Ein kleines wenig. Mann, wo sind jetzt diese restlichen Fragmente? Zum Teufel. Aua! Scheiß Viech! Caution, 30 seconds of oxygen remaining. So macht der Ganze doch überhaupt keinen Spaß. Seid ihr aber süß. Und es wird auch schon wieder Nacht. Jetzt brauche ich sowieso nicht runterwatscheln. Und siehst du nämlich nichts. Kann ich das aber erstmal wegpacken. Was sagt die Aufnahmezeit? Ich sehe wieder nichts. Irgendwas bei 20 Minuten. Lass mich mal gucken. Baupläne da. Irgendwer quietscht hier. Terraformer? Ne, interessiert mich nicht. Apropos, ich muss aber was ganz, ganz anderes mal machen. Super. Konstruktionswerkzeug, das brauche ich noch. Ich brauche noch einen Computerchip. Aber wie stelle ich jetzt den Computerchip her? Dazu brauchte ich irgendwas ganz Spezielles. Wie war das? Mobile Fahrzeugstationsbauplan, schieß mich tot.
Aquarium könnte ich schon herstellen, cool. Ja, aber dazu brauche ich ja dieses olle Werkzeug hier. Warte mal, wo ist der Computerchip? Der Computerchip muss doch irgendwo sein. Solarmodul. Cool. Also wo ist das? Bioreaktor. Ich finde die Computerchip nicht. Bin ich jetzt blöd? Ach da! Tischkorallenprobe, zweimal Silbererz und Quarz. Oh, Silbererz haben wir. Das heißt, wir könnten... Hoppala. Wir könnten den Computerchip herstellen, könnten uns dann das hier nehmen und uns eine Unterwasserstation bauen. Kracherpulver haben wir auch, wir haben bloß kein Magnesium, ansonsten hätte ich ein Schweißgerät bauen können. Boah, klar, Laserschneider, Diamant, schieß mich tot. Wir haben jetzt 31 Minuten um. Ein paar Minütchen spielen wir noch. Ich denke mal, dann wird es auch wieder Tag sein. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt sobald es Tag ist, nochmal ein bisschen nach den Fragmenten. Wenn ich in diesem Gebiet keine mehr finden sollte. Na gut, wir werden jetzt auch bloß flüchtig mal rüber gucken. Gibt es noch ein anderes Gebiet dieser Art? Das ist natürlich aber ein bisschen weiter weg. Und dafür wäre gut, wenn wir uns dort in der Nähe eine Unterwasserstation bauen würden. Dass wir ständig dorthin zurückkommen können. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Es müsste doch jetzt mal langsam wieder Tag werden. Von der Helligkeit her zu urteilen, müsste es jetzt bald wieder werden. Warte mal, das ist das Dings. Dort geht's auf. Wie gesagt. Erstmal gucken wir nach dem Seemottenfragmenten und wenn ich nichts finden sollte, ja, haben wir Pech gehabt. Weil ihr habt ja gesehen, ich finde nichts mehr von denen. Und im Stadtgebiet habe ich schon gar nichts gefunden. Wenn ich da andere gesehen habe, wie schnell die sowas gefunden haben, ne? Ich stelle mich wieder so dämlich an. Außerdem brauche ich unbedingt ein Schweißgerät, dass wir die Aurora da hinten gemacht kriegen. Und Strahlenanzug brauche ich auch noch. Strahlenschutzanzug. Es wird Tag, meine Lieben, es wird Tag. Ein bisschen sollten wir noch warten und hör auf zu quietschen da draußen. Ein bisschen sollten wir noch warten. Weil noch siehst du wirklich nichts dort unten. Okay, jetzt reicht's ja mit die Quietsche, ne? Mach extra ein bisschen die Balkontür auf.
Okay. Da sind die euren scheiß Ratten. Guck mal, hier haben wir viel. Energietransmitterfragment. Keine Ahnung, was ist das denn? Scanner Room Fragment. Keine Ahnung, was das sein soll. Andockfragment. Ja. Ich muss unbedingt erstmal hoch. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ich kann von Glück reden, dass sie nicht so weit hochkommen, die Viecher. Obwohl, ein Fisch hat mich bis jetzt bis hier oben begleitet und das ist einer dieser scheiß roten Viecher. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Was ist das? Energietransmitterfragment. Okay, das ist nicht das Gebiet, wo ich hin will. Aber ich habe wenigstens wieder einiges an Fragmenten gefunden. Ist schon ein bisschen schön anzusehen, wenn man die ganzen Partikel beim Hochschwimmen sieht. Ja, aus diesem Grund brauche ich einfach die Seemotte. Aber das Problem ist ja... Wo sind die restlichen Fragmente? Was ist Wasserfilterungsanlage? Das ist ja an sich ein riesiges Gebiet. Und irgendwo werden ja auch noch diese Dinge sein. Ich weiß nur nicht. Oh, danke. 30 seconds of oxygen remaining. Und das Problem ist ja auch, du hast zu wenig Sauerstoff, du hast zu wenig Nahrung hier. Deswegen werde ich mir mal... Na, ich will mal in mein Inventar. Einmal wieder hoch und wieder runter. Man muss ja zusätzlich noch auf diese scheiß Viecher aufpassen. Weil du nicht in Ruhe gucken kannst. Will ich dich jedes Mal dabei stören. Jedes Mal, wenn du denkst, oh, jetzt können sie es haben, nee, ist nicht mein Freund, du musst, oh, hast du gedacht, du dummes Viech, ne, ja, aber nicht mit Tobi, oh. Nicht mit Tobi, jetzt doch mit Tobi.
Diesmal, wenn es so aussieht, als wenn er was. 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Ich habe jetzt eh nichts Wichtiges, was ich verlieren könnte durch den Tod. Caution. Mild dehydration detected. Ja, ich weiß, dass ich keine Nahrung mehr habe und gleich drauf gehe. Das ist mir aber gerade sowas vom Wumpe. Ja, wir kriegen Damage. Das ist mir gerade Wumpe, habe ich gesagt. Alter, ich scanne doch hier gerade was. Bist du dann bescheuert? Okay. Auch gut. Warte mal, wo habe ich den. Das müsste hier. Den Computerchip da. Quarz ist kein Problem, haben wir alles. Haben wir alles dort. Draußen irgendwo. Ich will den ja bloß öffnen. So. Tischkorallenprobe. Tischkorallen. Warte mal. Wo kriege ich Tischkorallen her? Den habe ich doch hier oben irgendwo abgegeben, den Computerchip. Da. Zweimal Tischkorallenprobe. Was sind Tischkorallen? Das ist. Ach Quatsch, ich wollte heute ins Inventar. Säurepilze. Okay. Doch etwas mehr. Ich glaube, ich werde offline mal wieder gucken müssen. Ich suche hier noch ein bisschen das Startgebiet ab. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ein paar Minuten möchte ich nämlich nur laufen lassen. Deswegen, ich suche noch ein bisschen das Startgebiet ab. Vielleicht finde ich ja doch noch ein paar Seemonden-Fragmente. Was ziemlich nice wäre. Bisschen Titan. Oh, Alter, du blödes Scheißviech, ne? Du gehst mir sowas von auf den Sack. Gib mir her das Kracherpulver. Hahaha. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Okay. Ein bisschen Kraft kommen. Ich hasse euch Viecher. Ich hasse euch wirklich. Och, ihr Schild. Auch gut. Ich komme irgendwie näher an die Aurora dran, was ich gar nicht will. Aber wirklich, es heißt im Wiki, dass ich diese Fragmente am schnellsten hier finde.
Das ist auch ein Witz. Niemals. Wo sind denn diese Scheißfragmente, wenn man sie mal braucht? Also ich bin ja hier noch im Starkgebiet. Weil das Starkgebiet ist ja riesig. Okay, gebe ich gerne zu, ist groß. Aber dennoch, man kann auch die Fragmente wenigstens einigermaßen auf den Haufen packen, oder nicht? Hey, ihr Scheißviecher, ich habe euch nichts getan. Ey, wirklich, das gibt's doch nicht. Oh, da sehe ich was. Seegleiterfragment. Was will ich mit dem Seegleiterfragment? Den habe ich doch schon. Seemotten, mein Freund. Seemotten. Riesenkorallenröhre. Interessiert mich gar nicht. Na gut, vielleicht sind sie auch irgendwo versteckt hier. Man weiß es ja nicht. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal die Seemottenfragmente finden. Ich meine, die restlichen Seemottenfragmente. Also langsam reicht's ja auch. Guck mal, hier hätte ich nämlich normalerweise auch. Aber die will er nicht. Ich weiß nicht wieso. So, so nah über dem Wasser finde ich bestimmt nichts. Ich hasse es mit diesen Seemottenfragmenten. So wie es aussieht, werde ich nie die scheiß Seemotte finden. Na gut, wenigstens fahre ich nicht in die Aurora. Rote Tischkoralle. So, das sind diese Tischkorallen. Ah. Dafür werde ich aber ein Messer brauchen. Os. Da muss ich wirklich mal warm machen und offline diese Scheiße suchen.
Auch wenn ich dafür Stunden brauchen werde. Okay, wie mache ich mir denn Messer? Grundmaterialien, nein. Nein. Werkzeuge. Überlebensmesser. Silikongummi, warte mal, wie. Silikongummi, Silikongummi da. Winderrankenbüschel. Habe ich nicht noch ein paar Winderranken? Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein paar Winderanken. Den Rest hatte ich ja, glaube ich. Genau. Silikongummi brauche ich bloß. Müssen wir uns mal noch ein paar Winderankenbüschel holen. So, dann haben wir wenigstens auch schon mal das Überlebensmesser. Top. Etwa 2,5 Millionen Jahren ein lebenswichtiges Werkzeug da ist, wird empfohlen, gut auf es aufzupassen, ja. Strahlenschutzanzug, Fasergeflecht, Lead. Ich brauche 2x Lead. Und wie mache ich dieses Fasergeflecht? Benzol, synthetische Fasern. Ich denke mal, aus diesen synthetischen Fasern werde ich das machen müssen, ne? Und dann kann ich auch so ein Fasergeflecht herstellen. Schwerkraftsphäre, Kupferdraht. Aha. Wollte gerade sagen, ich habe keinen Ton. So. Windegrassamen, toll. Caution, calorie deficiency detected. Jetzt brauche ich aber ein paar Tischkorallen. Komm her, gib her, gib her. Da. Ich glaube, ein paar mehr können eigentlich nicht schaden, aber was soll's. Open Storage. Säurepilze brauchen wir erstmal nicht, das brauchen wir auch nicht. Was war noch wichtig? Den Computerchip. Quarz haben wir. Silbererz. Ich habe Quarz bei mir im Inventar. Tatsache. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Okay, wir steigen erstmal auf. Gut, Leute, dann haben wir wenigstens erstmal ein wichtiges Ding. So, Silbererz brauche ich, danke. Etwas Wichtiges hier drin in dieser Folge gemacht. Persönliches. War denn das gewesen? Ach da, den Computerchip brauche ich ja. Da. Und herstellen.
Perfekt. Jetzt probieren wir den einmal mal. Cool. Top. Titan. Ich brauche ganz, ganz viel Titan. Wir werden uns nämlich eine kleine Basis dorthin in der Nähe bauen. In diesem Gebiet. Titan, Titan. Ich habe doch hier so viel Titan gehabt. Oh, sehr, sehr viel Titan jetzt. Hier war ich, glaube ich, eben schon dran, ne? Nö. So, das sollte erstmal reichen. Das heißt, wir werden jetzt... Das ist einfach nur eine kleine Basis. Eine größere werden wir uns auch noch bauen. Mir ist allerdings erstmal wichtig, dass wir in der Nähe von solchen Gebieten einfach eine kleine Basis haben. So dass ich einfach sagen kann, jo, wir werden jetzt erstmal eine Weile dort bleiben und einfach das Gebiet erkunden. War es jetzt eigentlich wieder so ein Aufgang? Ja. Außerdem ist, glaube ich, dort in der Nähe auch die eine Insel. Guck mal, hier vorne habe ich, glaube ich, noch gar nicht nachgeguckt. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ja, wie gesagt, hier werden wir... Ich weiß, dass ich dafür erstmal eine... Ich wollte gerade sagen, hat sich jetzt mein Spiel aufgehauen. Ja, hier so reicht. Ach so. Es soll ja bloß eine kleine Basis sein. Komm, ein bisschen daneben will ich das schon haben. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, hier ein bisschen Frischluft holen. Ja, hier war ich, glaube ich, noch gar nicht nachgucken am Anfang. Wie viel Titan haben wir jetzt noch? Ich glaube, das reicht auch. Ja. Für dieses Titan. So, was brauchen wir denn noch? Mehrzweckraum. Guck mal, die Andockstation kann ich auch schon bauen. Titan. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber was soll's. Soll ja eigentlich bloß dafür dienen. Titan habe ich noch. Ich würde vorschlagen. So. Wir bauen einen kleinen Tunnel rein. Ein Korridor. Ah. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Und dann werden wir gleich auch mal dort reingehen. Und
Glaskorridor. Wäre auch nicht schlecht. Ach oh Mann, ich muss doch die rechte Maustaste. Quatsch, die linke Maustaste. Und dann will ich nochmal. Ach scheiße, ich habe nicht mehr genug Titan. Oh. Haben wir aber gleich. Alter, du Scheißviech, ne? Mann, irgendwo lässt sich doch noch. Was habe ich eigentlich an Titan noch? Oh, überhaupt kein Titan mehr. Auch gut. Und gleich gehe ich drauf. Ey, cool, ich hab Lied. Ich hab Lied, ich hab Lied. Kupfererz. Oh, ich will doch kein Kupfererz. Wo ist Dings? Da. Ich muss unbedingt nach Hause. Ich muss das Lied abgeben. Der Lied ist unbedingt wichtig. Oh, hör auf zu quietschen. Oh, verdammt. Wozu habe ich jetzt das Ding, wenn ich sowieso nicht schnell vorankomme? Oh, scheiße. Pack das mal weg. Kotzt mich ja jetzt so ein bisschen an, ne? Was? Ich habe Magnesium? Was war denn das denn? Wie viele Batterien habe ich noch? Eine. Ja, sollte reichen. Oh, ich habe so viele schöne Sachen gehabt. Na gut, hier gibt es ja genug Schrottteile, ne? Dann holen wir uns noch ein bisschen Titan. Und hier finde ich ja auch noch manchmal Titan drin, ne? Danke. Trotzdem ärgert mich das ein bisschen mit dem... diesen Seemottenfragmenten, aber was soll's. Material in Titan. Ja. So, jetzt werden wir den letzten Raum fertigstellen. Warte mal, wie viel habe ich jetzt? Oh, jetzt habe ich wieder genug. Vor allem muss ich mir auch merken, wo ich das Ding gebaut habe. Wenn ich mir das nicht merken kann, dann habe ich ein Problem. Schneide die Winderanke mit dem Messer? Okay, ich weiß nicht wieso, aber
Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Keine Ahnung, was mir das bringen soll im Endeffekt. Alter, dieses Quietsche von da draußen, ne, das stört, das regt mich so auf. Caution, 30 seconds of oxygen. Ja. Strahlung. Siehst du, da haben wir es nämlich schon wieder. Weiß nämlich gerade nicht. Wo ich die Dings gebaut habe. Alter, lasst mich doch mal in Frieden. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Alter. Gut, Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge hier mal. Ich suche Obsky nochmal nach unserer kleinen Basis, die wir uns bauen wollten. Weil die kann ja eigentlich nicht allzu weit weg sein. Ich glaube, die ist mehr in dieser Richtung. Weil hier sind wir zu nah an der Aurora. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Subnautica. Die Folge ist doch etwas länger geworden, als ich wollte. Aber naja, was soll's. Wir haben ein Messer, wir haben das Konstruktionswerkzeug, was wollen wir erstmal mehr? Jetzt, ja, uns fehlen eigentlich bloß noch die Seemottenfragmente, die restlichen 2, 3? Lass mich gucken. 3, die restlichen 3. Gut, ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, und haut rein. Ciao.